Und wieder lässt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln die Erde erbeben. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vor ein paar Tagen hat ja Blizzard die neuen Fresh-Server für Classic angekündigt, die am 21. November 2024, also diesen Donnerstag um 23 Uhr unserer Zeit starten werden, angekündigt. Und in diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr darüber wissen müsst und die 5 wichtigsten Änderungen, die euch am Donnerstag erwarten werden. Fangen wir an mit den Servertypen und der Startzeit. Ab dem 21. November, also diesen Donnerstag um 23 Uhr unserer Zeit, werden PvE, PvP und Hardcore-Server freigeschaltet. Es gibt nur jeweils einen PvE, einen PvP und einen Hardcore-Server. Es werden Massenserver sein, was ich persönlich sehr gut finde. So hat man so das beste Feeling von damals und so können wir uns dann auch wieder für jeden einzelnen Boss, den wir in den Quest killen müssen, anstellen. Abfahrt. Die folgenden Inhalte werden in 6 Phasen freigeschaltet. Beginnen mit Molten Core und Onyxia am 12. Dezember, noch diesen Jahres natürlich. Das sind nur 3 Wochen, wo ihr Zeit habt zum Leveln, aber mittlerweile gibt es ja genug YouTube-Tutorials und Leveling-Routen, dass man das eigentlich schaffen kann. Des Weiteren wechseln PvE und PvP-Server Ende 2025, also quasi genau jetzt in einem Jahr, in The Burning Crusade, aber Hardcore bleibt Classic only, also die Hardcore-Server wechseln nicht mit. Des Weiteren werden neue Verbesserungen und Features, Quality of Life Updates quasi, auf die neuen Classic Fresh Server aufgespielt. Tools wie Looking for Group, nicht falsch verstehen, kein Dungeon Finder wie in Retail, wo ihr zu den Dungeons hin teleportiert werdet, das wird es nicht geben, aber ein Looking for Group Tool, das den Chat ein wenig entlastet, wo man dann für seinen Dungeon eine Gruppe suchen kann. Des Weiteren wird es ein Item geben, wo man die World Buff speichern kann. Das müsst ihr so verstehen, dass wenn ihr den World Buff habt, könnt ihr den da aktivieren und den nutzen. Und wenn ihr den nicht mehr braucht, könnt ihr den deaktivieren und die Zeit wird gestoppt. Wenn jetzt der Buff einfach mal hypothetisch gesehen 10 Stunden hat und ihr habt 5 Stunden verbraucht, könnt ihr dann hinterher das Ding abschalten und dann, wenn ihr es wieder braucht, wieder einschalten, habt ihr noch 5 Stunden übrig, auch wenn ihr in der Zwischenzeit gezockt habt und ihr könnt den so nicht verlieren. Dann wird es ein überarbeitetes PvP-Honor-System und verbesserte Grafik von Beginn an geben. Da bin ich gespannt, was es damit auf sich hat. Und es wird ein extra Kanal, ein extra Service-Chat-Kanal geben für Dienstleistungen, wie zum Beispiel Buffs und Portale. Auch wird es ein Fraktions-Balancing-System geben. Das gab es schon mal. Das wird auf den PvP-Servern freigeschaltet und dann müsst ihr euch so vorstellen, dass wenn ihr einen Hortler erstellen möchtet, aber es schon zu viele Hortler auf dem Server aktuell gibt, dass dass es dann kurze Zeit nicht mehr möglich ist, also gesperrt ist, dass die Balance zwischen Allianz und Horde einigermaßen erhalten bleibt und in Zukunft dann, wenn das wieder sich eingepegelt hat, das wieder freigeschaltet wird. Ist natürlich ein Nachteil für Leute, die nicht direkt um 23 Uhr am Donnerstag anfangen werden. Aber für die Zukunftsaussichten der Fresh-Server auf PvP finde ich das nicht schlecht. Des Weiteren gibt es keine GDKPs, ist komplett verboten. Und es gibt einen eingeschränkten Charaktertransfer. Was meine ich damit? Wenn ihr euch einen Char auf einem Hardcore-Server erstellt und ihr sterbt, könnt ihr diesen auf einen Classic-Fresh-PvP- oder PvE-Server transen und damit weiterspielen. Ihr könnt aber nicht, wenn ihr auf einem PvE- oder PvP-Server anfangt, die dann da jeweils rüber dran sind. Das wird nicht gehen. Das bedeutet, es macht super Sinn, wenn ihr mal Bock habt, da reinzuschauen, mit Hardcore anzufangen. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr müsst danach nicht wieder von vorne anfangen und könnt dann einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und wenn es nichts für euch ist, beziehungsweise ihr sterbt, könnt ihr einfach weiterspielen. Als letztes gibt es noch ein paar Besonderheiten für Hardcore-Spieler. Es wird einen Solo-Self-Found-Modus geben, welcher keinen Handel, keine Gruppenbildung, eigenständige Progression beinhaltet und es ist optional bei der Charaktererstellung ein- oder ausschaltbar. Das könnt ihr für eine tiefere oder bessere Immersion selber entscheiden, ob ihr das möchtet. Und wie gesagt, die Hardcore-Server bleiben Classic-Server, die werden nicht auf TBC nächstes Jahr abgegradet. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr in die neuen Classic Fresh Server reinschauen werdet oder ob euch das vor ein paar Jahren gereicht hat. Würde mich super interessieren und vielleicht auch welche Klasse ihr wenn spielt oder ob ihr Hardcore einsteigt. Ich bin mir da tatsächlich noch unsicher. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich super darüber freuen, wenn wir dieses Jahr noch beziehungsweise diesen Monat vielleicht sogar noch die 500 Abos auf YouTube knacken würden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Kuss.